Wie gut kennst du die Flaggen der Länder aus Europa? Die Flaggen sind in drei Schwierigkeitsstufen unterteilt. Leicht, mittel und schwer. Damit es nicht langweilig wird, sind die Flaggen durcheinander gemischt. Um es etwas schwieriger für dich zu machen, haben alle Flaggen das gleiche Seitenverhältnis. Wir starten mit einer leichten Flagge. Du hast für jede Flagge 5 Sekunden Zeit. Das ist die Flagge von Albanien. Flagge Nummer 2. Wenn du Andorra gesagt hast, liegst du richtig. Belgien ist richtig. Vierte Flagge. Bosnien und Herzegowina. Richtig liegst du, wenn du Bulgarien gesagt hast. Dänemark. Zähl gerne mal mit, wie viele Flaggen du erkennst und schreib deine Zahl am Ende in die Kommentare. Das ist die Flagge von Deutschland. Das ist Estland. Wenn du Färöer gesagt hast, liegst du absolut richtig. Flagge Nummer 10. Das ist Finnland. Frankreich. Tatsächlich ist das die Flagge von Gibraltar. Die Flagge von Griechenland. Großbritannien. 15. Flagge. Wenn du Irland gesagt hast, liegst du richtig. Die Flagge von Island. Italien. Kosovo. Kroatien. Flagge Nummer 20. Lettland ist richtig. Ganz genau, das ist Liechtenstein. Das ist die Flagge von Litauen. Luxemburg ist die richtige Antwort. Das ist die Flagge von Malta. Das ist Mazedonien. Du liegst richtig, wenn du Moldau gesagt hast. Die Flagge von Monaco. Die Niederlande. Norwegen. Flagge Nummer 30. Österreich.
Die Flagge von Polen. Das ist die Portugal-Flagge. Rumänien. Wenn du San Marino gesagt hast, liegst du komplett richtig. Schweden. Das ist die Flagge der Schweiz. Serbien ist die korrekte Antwort. Das ist die Slowakei. Slowenien. Jetzt folgen noch 5 Flaggen. Schaffst du es bis zum Ende? Die Flagge von Spanien. Tschechien. Die Türkei. Die Flagge von Ungarn. Bevor es weitergeht, abonniere gerne meinen Kanal, wenn dir dieses Quizvideo gefallen hat, um keine weiteren Videos zu verpassen. Genau, Vatikanstadt. Genau, das ist Zypern. Vergiss nicht, deine Punktzahl zu kommentieren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn du dein Wissen weiter testen möchtest, schau dir eins der Videos an, die dir hier angezeigt werden.